Liebe Zuschauer, das hier ist Erwin Sellering, der Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern. Der ist so etwas wie die Eva Herrmann der SPD. Was für Herrmann die Nazi-Zeit war, ist für Sellering die gute alte DDR. War ja nicht alles schlecht, sagt er, und das immer und immer wieder. Ein ganz aktueller Satz von Sellering lautet dann auch, es sind auch in der DDR gerechte Urteile gefällt worden. Ach so, also ab und an auch mal eine gerechte Spitzelei, eine gerechte Folter oder eben eine gerechte Erschießung. Höchste Zeit, dass wir diesem Mann hier für seine wichtigen Erkenntnisse danken. Martina Hauschild. Lieber Herr Sellering, wir vom Ostalgie-Club möchten Ihnen danken dafür, dass Sie erkannt haben, dass die DDR kein totaler Unrechtsstaat war. Ja, es hat viel Unrecht gegeben in der DDR, aber Millionen Menschen haben sich an diesem Unrecht nicht beteiligt, sondern haben mit ihrer Arbeit wirklich gute Leistungen erbracht. Oh ja, das haben wir. Stasi-Spitzel, Mauerschützen, SED-Kader. Wir haben aufgepasst wie ein Lochs. Das war gute Arbeit. Da ist gute Arbeit gemacht worden. Da sind Leistungen, auf die die Menschen auch stolz sein können und für die man sie auch loben kann. Jawohl, endlich mal lobt uns sogar ein Wessi. Lästig nur, dass immer noch diese sogenannten Regimeopfer rumnörgeln. Das ist doch unglaublich. So und so wie sind sogar ums Leben gebracht worden, was kaum bekannt ist. Die Leute haben im Gefängnis gesessen und überall. Sowas kann sich ein Minister nicht leisten. Wieso? Wir haben auf unsere Bürger wenigstens gut aufgepasst. Und in unseren Gefängnissen gab es Einzelzellen. Sogar für Systemkritiker. Auch die DDR hat gute Seiten. Deshalb wollte damals auch keiner weg. Da sind sich alle Parteien in Mecklenburg-Vorpommern einig. Natürlich haben wir in der DDR geweint, gelacht, gefeiert und alles das gemacht, was Menschen miteinander tun. Und natürlich gab es furchtbar viele anständige Menschen, die miteinander ganz ordentlich umgegangen sind. Aber das ist doch keine Leistung des Staates. Apropos Leistung des Staates. Der DDR haben wir sogar Angela Merkel zu verdanken. Es ist völlig klar, dass die DDR schon auf Unrecht gegründet war. Ach na ja, Unrecht. Bei uns hatten wenigstens alle die gleichen Chancen. Das wissen nicht nur wir vom Ostalgie-Club. Und es gab keinen Stress, wohin man in Urlaub fährt. Ganz anders als im Westen. Die Bundesrepublik hatte ihre Schwächen, die DDR ihre Stärken. Darum geht es mir. Oh ja, die DDR hat Starkes geleistet. Meine Ansicht ist, dass es eine Diktatur war. Mit allen dementsprechenden Folgen. Ja, vielleicht waren die Bratkartoffel besser, aber ansonsten. Warum nicht Bratkartoffel? Auf sowas kann man doch auch stolz sein, oder Herr Sellering? Da möchte ich den Menschen sagen, dass sie stolz sein können auf das, was sie getan haben. Herr Sellering, unsere Stimmen sind Ihnen sicher. Ihr Ostalgie-Club.